Ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger hat die FPÖ in Ried. Im Zuge ihres Bürgerstandels am Rieder Hauptplatz schenkte man den Menschen Gehör und nahm ihre Wünsche und Sorgen ernst. Ein Bürgerstandl ist natürlich unheimlich wichtig, weil wir in der Nähe der Leute sind. Wir erfahren dort, wo der Schuh drückt. Wir wissen, wo wir dann künftig unsere Hebel ansetzen können. Und nicht nur, dass wir informiert, sondern wichtig ist, dass auch wir informiert werden, was die Bevölkerung möchte. In den Augen von Rieds Vizebürgermeister Ernst Reiter ist Thomas Dimm die richtige Wahl für die Zukunft der Stadt. Ja, da gibt es viele Sachen, die verbessert wurden. Auch unter unserer tatkräftigen Mithilfe. Ja, und wenn ich jetzt an die Spange 3 oder an die leerstehenden Häuser oder Geschäfte im Innenstadtbereich denke, da muss sicher noch gewisse Handlungen durchgeführt werden. Ich glaube, der einzige Wunsch ist das, dass er die gute Arbeit fortführt. Und da bin ich mir ganz hundertprozentig sicher, dass wir da den richtigen Spitzenkandidaten haben. In Ried will man zukünftig auf mehr Transparenz in der politischen Arbeit und Engagement für die Bevölkerung setzen. Für mich wäre es ganz wichtig, dass eine gewisse Transparenz in der Rathausstube eintritt, dass die Bürger nachvollziehen können, wie Entscheidungen gefällt werden, wie im Gemeinderat vorher schon und den Ausschüssen Entscheidungen vonstatten gehen, was in Zukunft passiert und da auch mehr die Bürger einbinden, als es in der Vergangenheit passiert ist. Für die Zukunft wäre mal auf jeden Fall mein sozialer Wunsch der, dass die Leute, die es bei uns schlecht geht, einfach einmal zu einem Recht kommen. Und ich denke mir, gerade in der Richtung gehört viel mehr noch gemacht, dass die also wirklich auch noch die Ressourcen haben, dass sie sich eine Miete und ein Leben einfach leisten können. Zahlreiche Menschen fanden sich beim Bürgerstandl am Hauptplatz ein. Gemeinsam Ideen sammeln und die Meinungen der Bürger einholen, liegt der FPÖ sehr am Herzen. Ja, die FPÖ zuvor mal einfach, weil der Christian Strache für die jungen Menschen steht. Er will einfach vorantreiben, er bringt Dynamik mit, es konnte sich verändern mit der FPÖ, ja vieles. Ich habe ganz gute Ideen, hat die FPÖ, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sehen der Wahl entgegen und vielleicht ändert sich ja da mal was. Na, vor allem die der Geschäftszeit nicht ganz in den Stich lassen, was jetzt so ein wenig passiert ist. Ne? Warum die FPÖ? Ja, damit die demokratischen Kräfte erhalten bleiben und stark werden. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Die FPÖ ist da ein Garant dafür. Ne? Die FPÖ setzt in Ried die Hebel genau dort an, wo sich die größte Wirkung erzielen lässt. Frei nach der Devise: Gestalten statt verwalten.